Mutter, pass auf. Du es wenigstens sichern. Als ich sie das letzte Mal gesichert habe, hast du nicht gefolgt. Das machst du auch zu. Heute und die Armee in der Kaserne eine Auktion durchführen. Du gehst jetzt dort an und tust für mich einen Panzerfaust ersteigern. Wahnsinnig. Für was braucht ihr Auto so viele Waffen? Und wieso ein Panzerfaust? Das ist doch da innen. Du willst, dass deine alte Mutter, die dich unterschätzt, einfach so schutzlos der Kriminalität ausgeliefert ist. Hör endlich auf, mich mit dieser schmerzhaften Geburt zu erpressen. Komm, mach mich auf so eine Maruga und lass mir zu. Du wirst nicht bedroht. Du bedrohst Leute. Letzte Woche hast du im Quartierladen einen Schüler mit dem Karabiner bedroht. Saugolf hat sich an der Kasse, an der Schlange, an mir vorbeigeschlichen. Und so Vorfall findet jetzt auf einem täglichen statt. Das ist doch noch lange keine Bedrohung. Aha. Und der IS, ist das auch keine Bedrohung? Der ist in Syrien, nicht in Oerlikon. Dank der IS von nebenan, die islamischen Senioren, die auch aufrüsten. Und vor allem der... Schau ich noch schnell vorbei. Das Stegenhaus ist gesichert. Jawohl, safe. Grüezi, Armin. Hallo, ich muss jetzt eben gehen. Du hast mir heute Morgen im Stegenhaus nicht Grüezi gesagt. Ein Scherz. Der Armin geht für mich an eine Waffenauktion. Brauchen Sie auch noch gerade etwas verschnetzen? Heute habe ich eigentlich alles gepostet. Aber wenn ich so recht überlege, ich im Rollstuhl mit meinen Waffen. Ein Panzer wäre eigentlich für die Quartiersicherung ganz praktisch. Also, wenn sie so einen günstigen 87er Leopard hätte oder einen handlichen Schützenpanzer. Also, bei allem Respekt, das ist mir zu blöd, ich gehe jetzt. Und wenn man dich nicht gehen lässt? Kleiner Scherz. Mein Bub ist leider von radikalen Pazifisten beeinflusst. Frau Schnetzelberger, wenn Sie schon gerade da sind, könnten Sie mir nicht noch schnell in der Wäschküche helfen? Ja, gern. Weil Frau Schüssler vom dritten Stock hat heute Wäsche. Und ich möchte gerne abpassen, wenn sie wieder das Flusensieb nicht reinigen.